Medizin im Ausland studieren in Varna, an der Medizinischen Universität Varna. Darum solltest du es nicht tun. Bisher habe ich ja immer sehr gut über das Medizinstudium in Bulgarien gesprochen, über die Möglichkeit im Ausland in Bulgarien Medizin, also sowohl Human- als auch Zahnmedizin zu studieren. Aber heute muss ich mich wirklich mal outen und einen klaren Standpunkt eben beziehen, denn ich wurde immer wieder jetzt in letzter Zeit darauf angesprochen von verschiedenen Leuten, warum Varna wirklich ein schlechter Standpunkt ist und dass ich das doch wirklich mal in einem Video erklären soll. Denn wenn man sein Studium beginnt oder wenn man nach einem Studium sich umschaut, dann ist das ja meistens im Sommer. Und das beinhaltet mehrere Probleme. Zum einen ist es so, dass man ja nicht versteht, dass die Anbindung sehr schlecht ist. Denn wenn man sich im Sommer umschaut nach Flügen von seiner Heimatstadt, der Region, seiner Heimatstadt nach Varna, dann ist die Verbindung super. Das liegt aber allein an den Touristen, die eben in Varna Urlaub machen. Und da, das haben die Flugverbindungen natürlich genutzt, um dort eine Verbindung herzustellen. Im Winter gibt es aber keine Direktflüge. Und da kommt schon das nächste Problem. Man studiert nur im Winter in Bulgarien. Im Sommer hat man Urlaub. Wir haben 3 Monate Sommerferien und ihr seid da komplett weg. Klar, ihr werdet den einen oder anderen Monat vielleicht am Strand verbringen können. Aber da kommen wir schon zum dritten Problem. Ihr habt Klausuren kurz vor den Sommerferien. Das heißt, es wird schwierig. Lernen am Strand, ja. Chillen am Strand, nein. Und das Ganze auch nur in einer kleinen Periode über das Jahr verteilt. Und sonst seid ihr im Winter. Und hier nochmal ein weiterer Punkt, warum ihr nicht in Varna studieren solltet. Es ist dort verdammt windig, verdammt kalt am Meer. Und ihr habt wenig von dem schönen Meer. Ja? Da ist es doch vielleicht vorteilhafter, in Plovdiv zu studieren oder in Sofia. Da man da einfach mehr geboten bekommt. Es ist weniger ab vom Schuss. Varna, das war früher eine Exilantenstadt. Ja? Da hat man Leute ins Exil geschickt, damit die dort abgelegen sind, abgeschnitten sind von der Zivilisation. Und heute ist das wirklich im Sommer anders, aber im Winter hat die Stadt viel weniger Einwohner. Die Kriminalität ist recht hoch. Es ist was anderes als in Sofia, in der Hauptstadt, wo die Europäische Kommission tagt und Juncker täglich herumspaziert, sowie andere Spitzenpolitiker. Ungefähr 100 Meter von der Universität entfernt ist die Europäische Kommission. Die Sicherheit ist wirklich gegeben und ich fühle mich dort viel sicherer als beispielsweise in Frankfurt oder in Berlin. Und ich würde es mir wirklich, wirklich durch den Kopf gehen lassen, dort zu studieren. Es ist nicht so wie versprochen, ihr werdet dort nicht Bücher am Strand durchlesen können. Ihr werdet die Zeit im Sommer in Deutschland mit eurer Familie oder im Urlaub mit eurer Familie verbringen, mit euren Freunden oder eurem Partner. Und ihr werdet dort gar nicht im Sommer sein. Und im Winter sitzt ihr dort fest aufgrund fehlender Flugverbindungen. Und ihr müsst dann über die Hauptstadt, über Sofia fliegen. Das ist so nervig. Ihr werdet nicht am Wochenende mal gechillt nach Hause fliegen können. Nein, es ist nicht möglich. Bei mir ist es viel leichter. Ich steige in den Flieger. Die Uni ist 15 Minuten vom Flughafen entfernt. Ich kann mit Wizz Air oder mit Ryanair ganz bequem nach Hause fliegen. Das kostet ungefähr 40 Euro pro Flug mit diesen Billigfliegern. Und dann bin ich zu Hause. Dann lasse ich mich von meiner Familie vom Flughafen in Memmingen oder in Frankfurt oder in Karlsruhe abholen oder ja, besuche meine Freundin von Frankfurt aus. Das ist wirklich alles machbar. Und man hat so viel verlängerte Wochenenden, so viele Feiertage, dass ich so oft besuchen kommen kann. Und wenn ich in Varna studieren müsste, dann sähe mein ganzes Leben komplett anders aus. Und ich wüsste auch nicht, ob ich da so positiv gewogen wäre und so glücklich mit meinem Studium. Und ich bekomme jetzt immer mehr E-Mails von Leuten, die sagen, hey Marcel, wie ist das eigentlich? Kann ich nach Sofia von Varna wechseln? Also Leute, ich weiß, es gibt Leute, die sind dort zufrieden, aber eine Mehrheit, eine große Anzahl der Leute ist es nicht. So kommt es mir jedenfalls vor, denn ich bekomme viel negatives Feedback. Ich habe jetzt auch von einer Studentin gehört, die hat sich dort beworben, die hat ihren Platz bekommen und die hat gesagt, hey, das ist überhaupt nicht so wie erwartet. Ich möchte jetzt doch nach Sofia kommen, da hat es mir wesentlich besser gefallen. Das ist eine Weltstadt, eine europäische Hauptstadt. Hier ist Kultur, hier ist Sicherheit. Hier muss ich auf nichts verzichten und so geht es mir im Grunde auch. Und Plovdiv, europäische Kulturhauptstadt 2018, ist wirklich auch nochmal eine Top-Möglichkeit. Da ist das Leben etwas günstiger. Ich kann es auch empfehlen, da habe ich auch wenig Schlechtes gehört. Aber Leute, Varna, da wäre ich skeptisch, da wäre ich vorsichtig. Ja?
So viel dazu. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen bis zum nächsten Video. Und eins ist noch ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach auf Facebook oder per E-Mail. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel in Bulgarien.